Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Dragos News. Die dritte Folge, nachdem ich angefangen habe zu zählen. Und diesmal habe ich ein paar News über die neuen Projekte, die kommen. Die bestehenden Projekte, was mir am meisten Spaß macht und da auch am meisten kommen. Und ja, wie es halt so steht und so weiter. Also, fangen wir mit Minecraft an. Das sind die zwei Projekte. Minecraft, Drake Projekt und Minecraft Extensions Ultimate. Die kommen oft. Dann kommt noch oft Medieval Total War 2 Conquer the World. Und Diablo 3 kommt auch relativ oft. Machen wir hier Battle.net. Dann irgendwann einmal kommt, also das werden wir noch sagen, DayZ kommt ab und zu, kommt jetzt ein bisschen öfters, Black and White dafür nicht mehr so oft. Und dann, ja, Regnum kann ich momentan nicht spielen, World of Warcraft habe ich nicht, Two Worlds werde ich noch nicht spielen. Fable, auch nicht. Mindblade Warband wird leider weiterhin nicht kommen. Ah ja, Path of Exile. Da muss ich schauen. Ich habe momentan nicht so Bock, weil ich halt Diablo 3 viel spiele. Noch ein Action-Rollenspiel zu spielen. Damit das auch später wieder kommen. Aber das kommt, das wird auch fertig gemacht und so weiter. Und Snay wird passiert. Da habe ich momentan keine Lust. Es ist eben auch ein Action-Rollenspiel, ein Hack'n'Slay. Und dann kommt es weniger. Also hier, so, 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 ja, so, 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 so und so. Ja, hier muss ich schauen, was ich nun im selben Fall wahrscheinlich. Spiele ich auch relativ oft alleine halt. Jo, das war's. Also so wird es weitergehen. Ihr dürft alles ändern, ihr dürft sagen, wenn ihr irgendwas öfters wollt. Es ist sehr interaktiv, ich möchte interaktiv bleiben. Und so ist einfach die Reihenfolge, wie die Aufrufe sind. Und jo. Aber am meisten Aufrufe hat Conquer the World, aber da kann ich nicht einfach immer wieder Ding machen, weil es recht oft ein bisschen zieht und langweilig ist. Kann ich leider manchmal nicht so oft Ding ist. Also es ist für mich eher eine Herausforderung und darum ist es für mich eher ein bisschen langweiliger, als wenn ihr es einfach schaut, dann könnt ihr es auch langweilige Sequenzen überspringen und dann später im Video schauen und so. Bei mir ist es leider ein bisschen zäh und aber es kommt trotzdem jeden Tag mindestens 2 Videos von Conquer the World. Und das belasse ich auch da Ding, also manchmal kommen keine Videos, aber meistens 2 Videos pro Tag, sagen wir so. Okay, dann das Drake-Projekt, dort sind wir sehr momentan an der RPG-Welt dran, dann kommen dort manchmal halt ein bisschen weniger Ding, aber dafür wieder mal 4-mal hintereinander und so weiter, also nicht sehr regelmäßig. Das ist einfach, wir bauen sehr gut und viel an der RPG-Welt und das frisst halt auch sehr viel Zeit. Ja, schauen wir mal kurz hier hin. Hier haben wir ein Video hochgeladen, das ich noch nicht umbenannt habe. Das muss ich dann noch umbenennen. Heißt einfach Sana 4, San Andreas RPG, also Adventure. Und ja, die Aufrufe, ja, sind halt manchmal ein bisschen wenig, aber ich kann es verstehen. Aber dafür sind dann manchmal wieder viele. Und ja, momentan scheint so, als würden die meisten in den Ferien sein oder sonst irgendwo. Oder haben wir andere Let's Player gefunden, die besser gehen. Aber bei den Analytics, ja, es ist halt in den letzten 3 Tagen ein bisschen runtergegangen. Aber das kommt schon wieder. Ich habe vollstes Frauen bei euch und ich bin nun mal nicht so ein Let's Player, der immer alles top macht und ja, kann ich verstehen. Aber eben, vielleicht kommt es mal. Dafür habe ich in einzelnen Videos sehr viele Aufrufe.
wie zum Beispiel hier. Hallihallo. 22.756. Also recht viel. Ja, und jo, nennt mir Sachen, was ich besser machen kann. Und vielleicht werde ich auch mal ein guter Let's Player. Ich habe da sehr viele abonniert und finde die super. Bei manchen ist halt ja das Problem, dass sie viel Werbung machen oder ja nicht genau das machen, was ich halt gerne habe. Aber ja, zum Beispiel Godi255 ist sehr gute Let's Play, kann ich nur empfehlen. Und ja, Looks Like Link schaue ich gern zu. LeFloid natürlich Nachrichten. Und ja, das macht Ding Wolfrus auch sehr gute Let's Player. Da mag ich zum Beispiel Ungespielt weniger. Bei ihm ist es leider so, dass er sehr, sehr viel Werbung macht, sehr, sehr viel mit zwei nervigen anderen YouTuber zusammenhängt. Und er eigentlich nur Minispiele macht. Das ist ein bisschen schade, aber das macht ihn nicht schlecht. Er ist eben noch sehr gut. Und ja. Sonst. Zoranic HD als Landespartner schaue ich auch oft. Und jo. Ja, Apple War Pictures, also so Comedy, schaue ich eher oft. Und ja, ihr dürft auch gerne schreiben und in die Kommentare, welche YouTuber ihr noch außer mir, außer meinem Kanal gut findet. Und ja, der Otto habe ich auch. Oder so Scott Adkins, guter Martial Arts Schauspieler. Ja, was wollte ich noch zeigen oder sagen? Ja, einfach mal noch kurz zu den Abos. Ich hatte vorher noch 234, jetzt hat jetzt jemand der abonniert, aber in der letzten Woche habe ich so ungefähr 7 neue Abonnenten bekommen und dafür danke ich allen Neuankömmlingen. Willkommen auf meinem Kanal und jo, viel Spaß mit meinen Videos und vielleicht könnt ihr mir helfen oder ich kann euch helfen bei irgendwas und ja. Und noch zuletzt, ja, ich habe ja ein aktuelles Forum, das möchte ich gerne wieder aktivieren und aktiv sein. Ja, die Posts sind noch von 2013 oder 2012 sogar. Aber ja, das wird wieder aktiver sein und vielleicht hat sich dann jemand Lust hier im Forum anzumelden. Dazu müsst ihr einfach hier irgendwo auf Registrieren klicken. Das ist bei mir halt schon, glaube ich, da ersetzt worden mit Profil und eine E-Mail angeben und die E-Mail muss nicht aktiviert werden und ich könnte eigentlich dann schon posten. Ja, und jo, vielleicht habe ich dann mehr Bock hier die Posts zu aktualisieren und so andere Sachen machen. Hier unten habt ihr sogar einen Chat, da kann ich mit euch schreiben, wenn der Chat irgendwas geschrieben wird, ich werde schauen und werde danach irgendwas schreiben. Also da könnt ihr live mit mir chatten, ohne Schwierigkeiten, alles so. Und jo, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Dragos News, vielleicht nächstes Wochenende, also nächsten Samstagabend oder so. Und jo, also ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende und viel Spaß noch mit den Videos oder bei anderen YouTubern oder nicht am PC oder einfach irgendwo. Dankeschön und tschüss.